Ja, einen wunderschönen guten Tag, Leute. Golden Slammerei hier. Heute zu Gast bin ich, der Daniel. Ich bin ausgeliehen von Edu, weil er kein Geld hatte für ein Display. Und das klingt. Jedenfalls machen wir heute ein Booster-Opening zum Core-Set 21. Und ich wollte euch jemanden vorstellen, und zwar den Teferi. Der sucht heute seinen Bruder, den Master of Time. Und wir hoffen natürlich, dass wir im Display den Guten ziehen werden. Also, wo bist du? Wo bist du, Teferi? Ja, ich würde sagen, ich starte einfach mal. Ja, sieh. Ja, viel Glück. Ne? Wir hoffen natürlich auf geile Sachen wie, natürlich geil, Ugi und Teferi, wenn die sich blicken lassen würden. Ne? Ja, auf jeden Fall. Aber nicht einfach mal schön, die ganzen Reprints mal aufzusehen. Ich muss auch sagen, dass das Core Set 21 ist so ein Set, das ist auch gut für Anfänger geeignet, ne? Die noch nie was mit Magic am Hut hatten. Ich würde das jetzt einfach so machen, aufgrund der ganzen Zeit, weil das dauert ein bisschen länger. Ich Ich erkläre da auch nicht viel zu. Und gehen in die Uncommons rein, dann schön ohne in die Rares. Genau. Zack, verräterische Habgier. Übernimm bis zum Ende des Zuges die Kontrolle über eine Kreatur deiner Wahl. Enttappe die Kreatur, sie erhält eine bis zum Ende des Zuges. Für 4 Mana und dann noch 2 Mana erzeugen. Ist ganz praktisch. Stabil. Guck mal, kannst du hier einfach hinlegen, kannst du deine Stapel machen. Grabschiff Golem, lege eine Karte deiner Wahl aus deinem Friedhof und deiner Bib. Ja. Sieht aber cool aus, finde ich, vom Adworker, ne? Ach, der Klassiker, verwüstetes Brontodon. Damit kann man Artefakte oder Verzauberungen zerstören. Dann haben wir den Abgott der Zähigkeit. Wenn der Abgott ins Spiel kommt, schicke alle Kreaturen Karten mit umgewalten Mana-Kosten von 3 oder weniger aus dem Friedhof ins Exil, bis der das Spiel verlässt. Und für 2 Mana und Tappen bis zum Ende des Spielzuges kannst du von den Karten mit dem Abgott der Zähigkeit ins Exil. Achso, kann man die quasi spielen. Das ist richtig krass, das ist richtig cool. Ja, guck mal, haben wir ein Alternativ-Artwork. Land, ganz cool. Und ein Token. Gut für unsere Comana-Token-Sammlung. Ich muss mal ganz kurz die Kamera ein bisschen drehen. So. Kannst du auch näher machen. Guck mal, was da. Ja, war genau. Passt doch. Schöne Box, muss im Blick bleiben. Ja, ich habe gestern mein Typ auf den Freddy vermisst. Der hat nämlich Urlaub. Ich wusste gar nichts davon. Echt? Hat er sich nicht gemeldet bei dir oder was? Ja, der hat mir jetzt gestern dann geschrieben oder vorgestern halt. Ne, habe ich mir vorher mal geschrieben. So, ja. Also, er hatte wohl auch kein WLAN halt. Ah, okay. Da. Deswegen ist er mit dem Handy auch schlecht erreichbar heutzutage, Internet. So, das Flügelpferd. Fliegen, nicht Kreaturen, Zaubersprüche kosten, bewirken eins mehr. Für den Gegner, ne? Für den Gegner, genau. Dann haben wir die Rätselgestalt. Ist eine Verzauberung, wenn man sie wirkt. Wenn man einen Nicht-Kreatur-Zauberspruch wirkt, kann man die Rätselgestalt zu einer 3-3 fliegenden Kreatur werden lassen und für 3 Mana Hellsicht 1. Dann haben wir den Hüter der Wälder, Wachsamkeit. Immer wenn der Hüter der Wälder das Ziel eines Zauberspruchs oder Fähigkeit wird. Achso, kann man 2 Karten ziehen. Geil, ja. Dann haben wir ein Hellsichtland, genau. Und nochmal ein Schatztoken. Und Tokens, ja. Klar, also diese Doppelländer will man eigentlich gar nicht in 21 so haben, Moment, weil man die eigentlich schon so kackt. Ich persönlich finde, die hätten genau nochmal die Schockländer reprinten müssen. Ja, aber machen die eh nicht. Das ist halt das so, dass sie das Geld verdienen so halt. Ne? Ja. Das ist schon längst überfällig, dass die nicht die Schockländer reprinten in Secret Lair, sondern einfach mal vernünftig, dass jeder die auch haben kann. So. Auf jeden Fall. Der Edu hat sich auch noch ein Fettpack gegönnt, da kommt bestimmt auch nochmal ein Video zusätzlich. Auf jeden Fall. So, was haben wir hier? Das ist der Flutgleiter, fliegend, immer wenn er gleitet richtig in die Flut rein. Richtig. Immer wenn du mit 2 oder mehr angreifst, zieh eine Karte. Ah, okay. Dann haben wir ein Heiligtum, erstes Schrein für 3 Mana. Kannst du ein Land abwerfen oder ein Schrein und dann kannst du einen Planeswalker Kreatur Drescher anzufügen. Ja, gut. Habt ihr ja vielleicht gesehen im Stream. Behüter der Sphären, fliegen Kreaturenzauber mit Flugfähigkeit, die du wirkst, kosten beim Wirken ein weniger. Immer wenn eine andere fliegende Kreatur unter deine Kontrolle ins Spiel kommt. 1-1. Voll geil. Ja, haben wir auch wieder so Klassiker. Erhabenes Scheinbild. Kommt ins Spiel, kann man seine Bib für eine Standardlandkarte durchsuchen. Und wenn er stirbt, kann man eine Karte ziehen. Und. In Vollschrein tatsächlich, ja. In Vollschrein. Ja, geil. Ja, Heiligtum des stillen Lichts. Man kann keine Kreatur tappen und kostet einfach bloß weniger für jeden Schrein, den man kann tun. Gut, machen wir mal hier die voll zu hin. Zack. Dann machen wir jetzt der Chili-Slot. Gleich kommt der Mythic-Slot und dann geht's richtig ab, Mann.
Da kommt der Flugleiter, der gleitet richtig da rein. Ihr seid ja mit eurer Band jetzt fertig? Ja, wir haben jetzt 2 Wochen, ja, deswegen waren wir auch im Studio nicht so krass unterwegs oder online. Weil die ist ganz ja, gut. Die ist gut, ne? Ja, das ist fürs Raktor Sacred Pass so, zum Beispiel. Richtig genau. Gut. Ja, ich habe auch gesehen. 2 Karten ziehen zu können, ne? Genau, und 2 Wochen halt Texte geschrieben, war ganz gut. So, was haben wir da? Zauberspruch neutralisieren, Etappe bis zu 4 Länder. Oh, das ist... Die von Ursa, wo die, glaube ich, reprintet ist, das hier, ne? Boah, die ist ganz praktisch, glaube ich. Die könnte ich in einem meiner Decks... Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Dann haben wir hier den Vasal des Erzdämons. Wenn er aus dem Friedhof gewirkt wird, kommt er als... oder erzeugt man einen 5-5 schwarzen Kreaturenspielstand mit Flugfähigkeit. Genau, Dämon. Genau. Das ist nicht schlecht. Sieht auch cool aus. Die Luftstraßen-Scharfschützin, die versucht, den Fluggleiter abzuschießen für 3 Mana. Fügt sie nämlich einem Ziel, fliegendem Ziel, einen Schaden zu. Und kostet selber 1 Mana, ne? Genau. Oh! Heroische Intervention, das ist doch ganz praktisch. Ja, die brauche ich tatsächlich für mein grünes, monogrünes Commander-Deck. Bleibende Karten, die du kontrollierst, erhalten Fluchtsicherheit. Und das ist ein richtig starker, vor allem für 2 Mana, lächerlich. Und nochmal eine Folie. Ach, der auch classy. Genau, der Goblin-Brandstifter. Finde ich sehr gut, ist so geil. Mhm. Ja, schön. Und nochmal die Sturzbacht. Und ein Pirat. Die sind, glaube ich, doppelseitig sogar, die Tokens alle, ne? Ich weiß es gar nicht, muss ich... Nee, doch nicht, nicht alle. Ja, toll. Nächstes Pack. Teferi, wo bist du? Oder Papa Ugin. Papa Ugin. Der Papa Ugin. Ja. So, dann skippen wir mal hier ein bisschen. Zack, zack, zack. Oh, Lilianas... Was? Truchses. Ein Alternative Art. So. Englisch Steward, glaube ich, ne? Truchses, interessant. So, dann haben wir hier die kinetische Augurin. Trampelschaden. Stärke ist so hoch wie die Spontanzauber der Hexereikarten im Friedhof. Wenn sie ins Spiel kommt, wirft bis zu 2 Karten ab und ziehe dann entsprechend viele Karten. Ja, ist eigentlich gar nicht so schlecht, ne? Ist stabil. Die Leichenflickerin. Die Arme, die muss es auch noch zwanghaft machen. Ja, richtig, richtig, richtig. Mensch. Man tappt sie, man wirft eine Karte ab, zieht eine Karte neu und für 4 Mana opfert man sie und bringt eine Kreatur aus dem Friedhof zurück. Dann haben wir die Wildholzgeißel, kommt mit X Marken ins Spiel. Wie eine Hydra, und, ne? Genau, ist eine Hydra, was? Genau. Und immer wenn eine +1/+1 Marke auf eine andere Nicht-Hydra-Kreatur gelegt wird, legt man dementsprechend nochmal Marken auf sie drauf. Ach, krass. Das ist für dieses Celestia-Counter-Deck, ja, was ich dir... Ist wirklich ganz praktisch. Geil, Mann. Und dann haben wir die dämonische Umarmung. Man verzaubert die Kreatur, erhält +3/+1, hat Flugfähigkeit und man kann sie aus dem Friedhof wirken, indem man 3 Lebenspunkte zahlt und eine Karte abwirft. Ist genau. Geil. Und ist es ein Feuerhinterstand drin? Ja, guck mal, ein Vollsumpf. Tatsächlich. So, zack. So. Mehr so ein Ländchen. Da haben wir ja den guten Teferi. Wir hoffen natürlich darauf, dass du uns die Ehre bescherst. Wenn man auftaucht hier. Die haben Liliana auch ganz selten. Die auftaucht, ist ja auch. Die brauche ich tatsächlich auch. Und den Garrock brauche ich auch. Also, eigentlich im Grunde genommen kann ich wirklich jeden Planeswalker benutzen. Ja. Zack. Zack, zack, zack. Oh, der ist auch sehr, sehr gut. Der ist sehr gut, der ist sehr gut. So, Belagerungskämpfer. Doppelschlag. Immer wenn der Belagerungskämpfer angreift, kannst du eine beliebige Anzahl ungetappter Kreaturen, die du kontrollierst, tappen. Und dann kriegt er +1/+1 bis zum Ende des Spielzuges. Furioser Aufstieg. Zu Beginn des Endsegments, falls du eine Kreatur in Stärke 4 oder mehr kontrollierst, schicke die oberste Karte deiner Bib ins Exil. Du kannst die Karte spielen. Bis du eine andere Karte mit dem furiosen Aufstieg ins Exil schickst. Den mitreißender Griff verzaubert eine Kreatur. Du kannst keine ungetappte Kreatur als Ziel dieses Zauberschuss bewirken. Okay. Du kontrollierst die verzauberte Kreatur. Ja. Nice. Vollstreckerin der Diebesgilde. Aufblitzen. Wenn sie ins Spiel kommt oder ein anderer Räuber ins Spiel kommt, mildt der Gegner 2 Karten. Schon klassisch für Mill. Solange sich 8 oder mehr Karten im Friedhof eines Gegners befinden, erhält sie +2/+1. Genau. Ziemlich gut.
War ich überrascht von der, als sie ins Spiel kam gestern. Das war schon echt. Ja, cool. Tatsächlich überrascht. Ja, One-Dropper für 1-1 so mit einem Kosteneffekt. Schon 2 Millen, ne? Ja, ist gut. Ich habe heute irgendwie gesehen, man spielt Linear Flash, gibt's jetzt auch anscheinend. Genau, das hat man schon bei Standard in Ikoria auch schon gespielt. Okay, wusste ich nicht. Aber ja, also ich fand es jetzt nicht so, aber jetzt, glaube ich, durch die neuen Karten, durch das Core-Set könnte es wieder ein bisschen stärker werden. Aber Linear Flash gibt's jetzt auch ganz cool. Opt, klassisch. Opt. Was ist das hier? 2 Lebenspunkte. Mhm. Okay. Das spielt man viel in Artefakt-Decks. Ja. Ne? Weil du dann halt viel, also im Standard, weil du halt die ganzen Lebenspunkte zurückkriegst. Der engelhafte Aufstieg. Man schickt eine Kreatur oder Planeswalker ins Exil und erzeugt dafür einen 4-4 weißen Engel-Kreaturen-Spielschein. Das kann man sowohl beim Gegner als auch bei sich selbst anwenden, um seine Kreatur dementsprechend vielleicht stärker zu machen. Yes. Dann haben wir noch ein Heiligtum. Genau. Erzähl mal, Edo, du kennst ja das in, der ersten Hauptphase im Prinzip ist es so, dass man dass der Gegner X Lebenspunkte verliert, X Lebenspunkte dazu bekommt und X ist die Anzahl der Schreine, die wir kontrollieren. Ja, okay. Das ist im Prinzip die Wincon in Standard, um eigentlich bei den Schreinen zu gewinnen. Weil du hast halt viele Schreine und ziehst halt den Gegner alle Lebensmittel ab. Ich hab und kriegst welche dazu. Ja. Aber der will gar nicht hier drauf bleiben. Der will gar nicht. Die interessieren mich auch nicht, die Schreine irgendwie, muss ich gestehen. Ich finde die Mechanik ganz cool, aber ich bin ja dabei, jetzt bei Standard habe ich das Deck ein bisschen umgebaut, um es ein bisschen flüssiger zu machen, weil es halt so gut. Ach, guck mal, Laser. Da ist ja die, ja, Jol-Reihe. Munwuli-Einsiedlerin. Die hat man jetzt auch zuletzt in Command-Zone gesehen, die hat ja das Spiel gewonnen. Immer wenn eine Karte gezogen wird außerhalb des, also immer wenn eine zweite Karte außerhalb des Zuges gezogen wird, erzeugt man einen 2-2 grünen Katzenkreaturspielstein und für 6 Mana kriegen die Kreaturen, die man kontrolliert, x plus x gleich Anzahl der Handkarten. Ist ganz praktisch. Ist halt ein monogrünes Ramp-Deck, würde ich mal fragen, also Card Draw Ramp-Deck. Mit einem nice Slifer-Effekt. Genau. Achso, hier, zack. So. Mit jetzt noch keine Knaller dabei, ne? Ist jetzt noch keine Mystik dabei, aber kommt ja noch. Sind ja noch viele. Ich werde übrigens die Karten aussortieren, die ich nicht brauche. Und dann kannst du die wieder haben, ne? Nehme ich gerne. So, zack, 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 zack. Achso, damit man kann die opfern, die Tomrod-Skripta und kann den Friedhof des Gegners exilen. Dann die Sagenschuppenkortel. Immer wenn du eine Karte ziehst, plus eins Marke. Warte. Ja. Österreichische Schlange oder was? Blätterdachschleicher. Muss geblockt werden, falls möglich. Wenn er stirbt, fügt er für jede Kreatur in diesem. Achso, okay. Für jede Kreatur, die gestorben ist in dem Zug, fügt er dann einen Lebenspunkt Schaden zu. Oh, der auffällige Schnüffler. Er schnüffelt ein bisschen. Sniffler. Ja, ist ganz cool. Die oberste Karte in der Bib ist offen und man kann Goblin-Zaubersprüche von oben wirken. Und solange sie eine Goblin-Karte ist, hat der Auflegeschnüffler alle aktivierten Fähigkeiten in der Karte. Boah, ist schon nicht schlecht. Echt nice. Dann haben wir die Aasmade. Genau, die kriegt X plus 0, wobei X gleich der Kreaturen, die im Friedhof sind, ist. Und wenn sie ins Spiel kommt, mill ich 4 Karten. Und die ist sogar Foil, sehe ich gerade. Ne? Ach, tatsächlich, jo. Manchmal sind die Foil. Man kennt das kaum. Ne? Ja, siehst du von dem seitlichen Winkel besser, weil das Licht so reinscheint. Vielleicht auch ein bisschen was. Ja, ein bisschen zu quatschen. Ich habe die letzten Sets habe ich überhaupt nicht gespielt. Ich bin mit dem Core 21 wieder eingestiegen in Standard so ein bisschen online, weil das Set mich eigentlich ein bisschen überzeugt hat. Eine Katze für mein Katzen-Tribal-Deck. Da war ja schon wieder. Die Krypta. Stärkender Schub. Lege eine +1/+1 Marke auf eine Kreatur deiner Wahl. Achso, und dann werden die +1/+1 Marken verdoppelt. Schlechtes Geschäft. Ja, das ist auch eine Karte, die ich ganz gern sehen will. Du ziehst 2 Karten und jeder Gegner wird 2 Karten ab. Jeder Spieler verliert 2 Lebenspunkte. Oh, das ist eigentlich ganz gut für mein Neko-Sakumana-Deck, ne? Nice. 9 Leben. Ja, ist eigentlich eine relativ lustige Karte. Man weiß jetzt noch nicht, ob sie gut funktionieren wird. Was ist das denn für ein Effekt? Im Grunde genommen ist sie fluchsicher. Mhm. Und falls eine Quelle ihr Schadenspunkte zufügen würde, verhindert sie.
Man hat im Grunde genommen 9 Leben. Wenn 9 Marken auf dieser Karte liegen, verschwindet sie. Also man muss sie dann exilen und dann hat man das Spiel verloren. Also wenn sie sterben würde, kriegt sie eine Marke und dann bei... Genau, richtig. Okay. Und wenn sie generell vom Spielfeld runtergeschossen wird, verliert man das Spiel auch. Und das ist der Preis, den man zahlt. Das heißt, wenn man jetzt ein Mass Removal hat für Verzauberung zum Beispiel, dann hat man das Spiel verloren. Und es gibt so ein paar Taktiken, wo man dem Gegner diese Karte gibt, in bestimmten Decks. Man gibt dem Gegner die Karte und zerschießt. Und zerschießt die durch irgendwelche Effekte. Ja, okay, ja, einfach Removal geht ja genau. auch. Genau, ja, was heißt, ja, der Fluch, ist fluchsicher, aber so ist halt so ein paar Taktiken. Ja, ne? Ja, eigentlich lustig halt, ne? Ja, ist ganz lustig. Könnte man theoretisch mal für 3 Mana, könnte man irgendwo als Spaß mal einbauen. Ne? Ja, sicher, auf jeden Fall. Vielleicht in mein Katzendeck, weil 9 Leben. Ja, wow. Mein Leben. Wird auf jeden Fall passen. So. So, jetzt kommt weiter geht's. Guck mal, Wall of Runes war auch dabei. Bastis Anhängerin. Genau. Zack, zack. Achso, hier schon. Hier schon, ja. Regen der Offenbarung. Ziehe 3 Karten, wirf dann eine Karte ab. Ja, ja. Für 4 Mana ist okay. Ist okay. Dann haben wir den Silberpein-Ghoul. Zu Beginn deines Endsegments und falls du in diesem Zug 3 oder mehr Lebenspunkte dazu erhalten hast, bringe den Silberpein-Ghoul aus seinem Friedhof getappt ins Spiel zurück und opfere ihn für 2, ziehe eine Karte. Ja, das ist natürlich vom Vierdeck ganz gut. Ja. Dann haben wir den Schreckensflotten-Kriegstreiber. Raktorsfarben zu Beginn des Kampfes, in dem deinem Zug kannst du eine andere Kreatur opfern. Falls du dies tust, kriegt er +2/+2 und hat Trampelschaden. Oh, für 3 Mana, 3/3. Ist okay, Raktor Sacrifice, ne? Ja, verdammt, ich hab schon gedacht, ey, Ja, den wird der bestimmt, der ist auch vom Preis hochgegangen. Ja, ich hab's gesehen. Den wird vielleicht der Freddy von dir haben wollen, vielleicht. Ja, vielleicht zieht er auch selbst, ne? Zieht er auch selbst, ja. Vito, war ja auch bei der Command Zone zu sehen als Commander, immer wenn du Lebenspunkte dazu erhältst, verliert dein Gegner einer Wahl entsprechend viele Lebenspunkte und für 5 Mana Kreaturen, die du kontrollierst, erhalten Lebensverknüpfung bis zum Ende des Spielzuges. Für 3 Mana ist ein sehr schöner Vampir und sehr guter Vampir vor allen Dingen. Gerade die, wenn die mit dieser Live-Gain-Engine arbeiten, sowieso die ganze Zeit, ist das schon übel. Das kann sehr schnell gehen. Schon guter Value. So. Oh, wo ist die Mythic jetzt? Komm mal hier, tauch mal auf, die Fegi oder Ugin oder... Oder was auch immer. Oh, was ist das denn hier? Das finde ich aber auch schade bei denen, dass sind ja schon auf... Gar nichts. Dass da nicht mal ein Kartentext dabei ist. Was ist das denn? Da. Ja, sofort skippen hier, ne? Tolarianischer Krake, okay. Doch, immer wenn du eine Karte ziehst, kannst du 1 bezahlen. Wenn du dies tust... Ach so, kann man eine Kreatur tappen. Hm. Oder enttappen. Hexenkessel. Opfere Hexenkessel für 2 Mana und opfere eine Kreatur, die du jetzt einen Punkt dazu und ziehst eine Karte. Das ist für Sacrifice gut, ne? Die Dryade. Immer wenn du einen Zauberspruch wirkst, der weiß, blau oder schwarz ist, lege eine +1/+1 Marke auf sie. Chandras Einäscherer. 6 Mana, kostet beim Wirken x weniger, wobei x gleich der Gesamtsumme an Nicht-Kampfschaden ist, der deinem Gegner zugefügt wurde. Trampelschaden. Immer wenn eine Quelle, die du kontrollierst, einem Gegner nicht Kampfschaden zufügt, fügt Chandras Einäscherer einer Kreatur oder einem Planeswalker deiner Wahl, die beziehungsweise, boah, hat einen Text, ey, jener Spieler kontrolliert, entsprechend wird es schon, boah, diese Texte manchmal, ne? Ja. Erinnert uns schon ein bisschen an Yu-Gi-Oh!, ne? Ja. Wo das am Ende so klein ist, dass man gar nicht sehen kann. Übrigens Yu-Gi-Oh!, ne? Das Toon-Deck ist jetzt meta-relevant geworden, ne? Ja, ich glaube, das ist ein neues Set. Hast du gesehen? Okay, hab ich gesehen. Genau, aber da haben die auch im Prinzip, also der Schreck haben es ja auch ganz gut anschauen, haben die auch im Prinzip sich das von Magic abgeguckt, ne? Die hatten ja im Prinzip, was halt nicht so bei Magic ist, die haben ja relativ viele Foils in den Sets immer gehabt. Also die Foils haben die ja rausgehauen wie sonst was. Ja, ja. Und jetzt haben die eine neue Rarity eingebaut. Okay. Das neue Set. Wie heißt die? Das weiß ich nicht, irgendwie Collector Rarity oder so. Weiß auch so quasi wie von den Collector Boostern. Und diese Rarities sind die halt super teuer, nur weil die diese Rarity haben. Okay. Und die halt auch super selten halt sind in diesem Set. Ja, wir haben wieder einen Fluggleiter hier, brauchen wir nichts zu sagen. Greifenhorst, 2 Mana, Verzauberung. Falls man 3 Lebenspunkte erhalten hat, erzeugt man den 2/2 weißen Greifen mit Flugfähigkeit. Seele versengen, 3 Mana. Fügt einer Kreatur, einem Planeswalker, einer Wahl 5 Schadenspunkte zu. Jene bleibende Karte verliert Unzerstörbarkeit bis zu Ende des Spielzuges. Und haben wir noch so ein. Oh! Massaker! Und den brauchen wir tatsächlich für mein Flicker-Deck.
Mythic Rare und Alternative Artwork. Genau, erweitert ist aber wieder ja. Ne? Schön. Genau, nice. Das richtig freut mich geil. Richtig, das freut mich richtig. Die ist ja. In die Hülle packen, ne? Ich hab die Hüllen hinten in der Küche liegen. Oder so. Ja, Massakerwurm für 6 Mana, schwarz. Wenn der Massakerwurm ins Spiel kommt, erhalten Kreaturen, die deine Gegner kontrollieren, -2/-2 bis zum Ende des Spielzuges. Und wenn dann eine Kreatur stirbt, die der Gegner kontrolliert, verliert jener Spieler 2 Lebenspunkte. Und das ist ganz praktisch für mein Flicker-Commander-Deck. Man flickert ihn mehrfach, und zerschießt das Board und schießt den Gegner dadurch Schaden. Ist richtig geil. Ja, das freut mich richtig. Erste Mythic und auch noch direkt im Borderless Artwork, wie man so schön sagt. Ne? Richtig. Legen wir ihn mal hier so hinlegen. So. Schon sichtbar. Und wir haben noch ein mehr als ein halbes Kurs. Ja, noch. Da geht mir einer ab, hör mal. Da geht richtig was ab. Und wenn jetzt geht's los, jetzt ist der Damm gebrochen, jetzt kommt eine. Der Damm. Ja. Ist der Flugleiter dafür zuständig gewesen, den Damm zu brechen? So, ja, dann machen wir ein bisschen Gas hier, ne? Chandras Mark. Jetzt ist das nochmal das Showcase Artwork. Ah, okay, das. Ja. Genau, sieht auch sehr gut. Finde ich aber, sieht am besten bei Rot tatsächlich aus, weil da oben so die Flammen sind. Mm-hmm. Denn die gehärtete Veteranin. Gehärtete. Ja, 2 Mana für 1/2. Für ein weißes tappt man sie, lege eine +1/+1 Marke auf einer Kreatur deiner Wahl, wo mindestens schon eine drauf liegt. Und für 6 Mana und tappen legt man einfach generell die Marke auf den Kreatur. Auch schon toller Preis. Ist ein teurer Preis, aber im Pre-Release hat sie mir echt viel gebracht, muss ja, ich gestehen. Weil auf jeden Fall das erste so ist es ja gut. Das genau. Ist ja geil. Mit Bastri vor allem in der Kombination, ich habe das Emblem rausgehauen. Das ist geil. Und dann habe ich sie getappt und habe immer meine Kreatur gepusht. Ne? Ja, weiter geht's. Da haben wir schon. Dann haben wir den Schiffswrack Durchsucher. Der hat Bravour. Immer wenn du eine Nicht-Kreaturen-Zauberstoff wirst, erhält auch okay, +1/+1. Ah, okay. Genau. Immer +1. Übrigens Stachelgas. Das heißt, desto mehr du haust, desto stärker wird die tatsächlich für den Zauber. Also die nicht nur einmal +1/+1. Dann verdoppelt. Nicht verdoppelt, aber wenn du noch einen Nicht-Kreaturen-Zauber kriegst, die noch +1. Und wenn du halt noch mal +1. Okay, also es gibt kein Ende im Grunde genommen. Genau. Wenn der ins Spiel kommt, bringe einen Spontan oder Hexerei-Karte dann mal aus dem Friedhof und die Hand zurück. Ja. Dann haben wir den nächsten Commander, aber der Commander dabei war, die Subira Tulsidi, Karawanenführerin, Eile, 3 Mana, 2/3, für ein farbloses, eine andere Kreatur deiner Wahl mit Stärke 2 oder weniger kann nicht geblockt werden und für 2 und sie tappen, wirf alle Karten aus deiner Hand ab. Immer wenn du bis zum Ende des Spiels eine Kreatur mit Stärke 2 oder weniger, die du kontrollierst, einem Spieler Kampfschaden zu, zieh eine Karte. Ja, das ist gut, wenn man halt kaum Karten auf der Hand hat. Ne? Auf jeden Fall. Für so kleine Kreaturenspielsteine, die halt. Mit der kann man jetzt, glaube ich, ein gutes Budget Commander-Deck auch bauen. Ja, ich glaube auch. Ist auf jeden Fall gut. Und die Aspekte sind halt auch nicht zu kompliziert, dass man sich so super krasse Sachen da auslegt. Das kann man sich auch mal annehmen. Ne? Als Vereinsteiger oder so. Miau, die stolze Mieze mal wieder hier. Mieze. Die wartet auf dem Fluggleiter. Ach guck mal, hier so ein Mir. Palladium Mir. Artefaktkreatur erzeuge 2 farblose. Brauchst du die für dein Commander-Deck? Nee, ne? Das ist ein bisschen teuer tatsächlich. Ja. Mein Commander-Deck. Dann haben wir einen alpinen Hundeführer für Boros Farm 2. 2/2. Wenn der alpine Hundeführer ins Spiel kommt, kannst du deine Bib nach einer alpiner Wachhund oder Feuertöle durchsuchen, sie offen vorzeigen, auf deine Hand nehmen und wenn er angreift, erhält er bis zum Ende des Spielzuges +0, wo gleich x gleich der Anzahl an der angreifenden Kreaturen ist. Ja, das hört sich gerade, wenn du diesen Tölen spielst. Ja, und schon wieder so ein Hellsichtland. Also ich muss sagen, das stört mich ein bisschen. Ja, ne? Finde ich auch. Oh, okay. In Foil! In Foil! Alarm, in echt? Foil. Krass, Mann. Ja. Boah, geil. Hello, boah, geil. Also, jetzt stört mich ein bisschen und direkt so, okay. Boah, okay, ich bin da. Ja, auf jeden Fall. Dem grimmigen Lehrmeister. Der voll sorry, ich musste mal kurz ausbrechen. Ja, eine Müffel, grimmiger Lehrmeister. 2 schwarze, 1 neutrales. Durchsuche deine Bib nach einer Karte, nimm sie auf die Hand und dann verlieren andere Lebenspunkte. Typischer Tutor-Trick, mega. Was heißt mega gut, aber es ist eine gute Karte. Für 3 Mana. Es gibt natürlich auch bessere Tutoren, aber es ist wirklich gut. Casual-Gameplay und auch generell ist es schon ziemlich gut. Und in Foil, mein Gott. Ja, die ist auf jeden Fall was wert. Die ist richtig was wert. Der
Flugreiter hat den Damm tatsächlich gebrochen. Der hat den Damm gebrochen, sag ich doch. Ja. Und das ist so geil. So. Ja, ich bin ein bisschen enttäuscht und dann blatzt direkt. Ach ja. Ja, aber ich muss wirklich sagen, diese Hellsichtländer, die sind die, das. Egal, wo doch schon letztes Jahr refundet, aber gut, ne? Wenn die nehmen halt so ein Playset von einer vielleicht anderen guten Karte. Also. Ja. Ja, das freut mich natürlich richtig. Also. Mega nice. Mega nice, ey. Mega nice. Wenn der Papa jetzt noch kommen würde, dann würde ich dir spitz gehen, ey. Übrigens, kurzes Placement am Rande. Guckt euch den Kanal von Gordon Slamroy auf Twitch an. Der bringt ganz guten Content. Gibt sich viel Mühe, steckt viel Herzblut rein. Ist natürlich noch in den Anfängen. Muss noch viel darum kämpfen, Follower zu generieren. Aber streamt regelmäßig auch andere Spiele. Schaut einfach vorbei. Und lasst vielleicht ein Follow da. Er würde sich bestimmt darüber freuen. Auf jeden Fall. Freddy würde sich auch darüber freuen. Genau. Wer ist Freddy? Ich habe schon seit Monaten nicht gesehen. Ja, da haben wir das Licht der Verheißung. Verzauber eine Kreatur. Die verzauberte Kreatur hat immer, wenn du Lebenspunkte dazu erhältst, lege entsprechend viele +1/+1 machen. Der vulkanische Geysir. Ja, fügt x Schadenspunkte zu. Bei x gleich. Der Mana, die du der Mana, genau, richtig. Der grimmige Empath. Dann, ja, das ist eine Search-Karte für grün. Man sucht sich eine Kreaturenkarte mit Mana-Kosten 6 oder mehr raus. Dann haben wir den verfolgter Wal, Moby Dick oder was hier. Wenn der verfolgte Wal ins Spiel kommt, erzeugt jeder Gegner einen roten Pirat-Kreaturspielstand. Das ist Moby Dick, tatsächlich, ey. Kann nicht geblockt werden. Zaubersprüche, die deine Gegner wirken. Ah, okay. Ja gut, der hat so einen kleinen Schutzeffekt auf sich drauf. Aber also ich weiß nicht. Was für Zauber, die kosten 2 mehr, oder? Drei mehr. Aber spielt man den unbedingt? Ich weiß nicht, ey. Für deinen Wahlkommander. Der ist ja nicht mal, der ist ja nicht mal legendär. Obwohl er Moby Dick ist, muss er eigentlich eine legendäre Kreatur sein. Gehen Sie mal als legendäre Kreatur in die Korea rausbauen müssen. Guck mal nach, was der Tutor kostet, das würde mich mal interessieren. Achso, dein Handy. Ja, okay, warte. Machen wir dann am Ende. Aber keine Sorge, das wird das wirst du, so. Wirst du die Mythics auf jeden Fall blende ich vom Preis her ein, dass ihr wisst, zu dem Zeitpunkt, wo es aufgenommen haben, wie viel die gekostet haben. Ja, du kannst ja auch ein bisschen was skippen von den Booster-Öffnungen, ne? Also, je nachdem. Ah, nee, wir machen schon das ganze Opening, muss das ganze Opening genießen. Ja, Höllendrachenbestrafer. Für 7 Mana kommt der Fliegen ins Spiel und für ein rotes erhält der Bestrafer +1/+0 bis zum Ende des Spielzuges. Ja. Kannst halt starten. Halt, genau. Zum finnischen Fliegen ist okay. Auf mit Torben in Kombination, sag ich mal als Beispiel. Du hast ihn auf 6 hoch mit Torben +2/8 oder so. Conclave Mentor. Also, die ist wirklich sehr gut. Falls eine oder mehrere +1/+1 Marken auf eine Kreatur gelegt werden würden, die du kontrollierst, werden stattdessen so viele +1/+1 Marken auf die Kreatur gelegt. Wenn die stirbt, erhältst du Lebenspunkte der Höhe ihrer Stärke zu. Das ist geil. Das ist das perfekte Upgrade für Lesnar-Counter gewesen. Mhm. Also, das ist wirklich verdammt gut. Musst du wirklich spielen, das rusht richtig durch. Hast du Magic Shibi gesehen? Musst du dir mal die Folge angucken, wo er spielt. Das ist total krass. Genau, wir haben ja ganz vieles geplant, welche Decks wir noch alle spielen wollen. Die Sense, die Unheilvolle. Sie kommt mit einer Seelenmarke ins Spiel tatsächlich. Die ausgerüstete Kreatur erhält +1/+1 für jede Seelenmarke auf der unheilvollen Sense. Immer wenn die ausgerüstete Kreatur stirbt, lege eine Seelenmarke auf die unheilvolle. Oh, so 2 Mana plus. Mana und eine ausgerüstete. Ja, ist okay. Der Prediger der Himmel, den brauche ich tatsächlich für mein Human Deck. Wachsamkeit, Lebensverknüpfung, man kann ihn tappen. Man erzeugt dann einen 4-4 Engel, ne? Engel, genau, aber nur dann, wenn man 7 Lebenspunkte oder mehr hat. Und der kostet einen Mana, der kostet einen Mana, man kann relativ zügig in Live-Gain-Decks aufbauen damit. Das geht richtig schnell, Mann, damit. Dann haben wir noch einen Luftraumüberwacher in Foil. Ja, fliegend, 3 Mana, 1-1, kommt ins Spiel, zieht eine Karte. Ja. So ein Land. Und hier diese absolut, wirklich, muss ich sagen, findest du? Ich finde sie absolut hässlich. Ja, ich finde die hässlich. Ich finde die tatsächlich hässlich. So im Gras, so versteckend, und die Augen sind richtig übertrieben. Man sieht doch gar nichts. Die ist ja im Dunkeln halt, ne? Katzenjagen im Dunkeln. Raubtiere. Amina. Boah, jetzt schon mal. Oh ja, die Hose scheint nass bei Daniel. Ja, tatsächlich 2 Karten, die ich unbedingt haben wollte. Man kann sie natürlich auch kaufen, aber ist natürlich schön, wenn man sie einfach selbst sieht. Da freut man sich auf jeden Fall umso mehr. Ne? Auf jeden Fall. Das Opening hat sich schon gelohnt.
Ja. Hatten wir schon. Zurückdrehen oder was ist das, ne? Zurückdrehen hatten wir auch schon, genau. Hatten wir auch schon. Die Aasmale. Dann haben wir Batri Solidarität. Eine 2 Mana. Legt man auf jede Kreatur, die man kontrolliert, eine +1/+1 Marke. Nice. Ist halt für dieses Counter. Für dieses Counter ist richtig gut. Dann haben wir den Bari, den Tolarischen Erzmagier. Den ich auch sehr interessant für mein Zauberdeck finde. Genau. Den, der kommt ins Spiel für 2/2. Dann bringt man bis zu eine oder andere Kreaturen. Warte mal. Wenn der Bari, der Tolarische Erzmagier, ins Spiel kommt, bringe bis zu eine andere Kreatur oder einen anderen Planeswalker deiner Wahl auf die Hand ihres Besitzers zurück zu Beginn des Ends. Ach, das ist ja praktisch. Damit kann man seine eigenen Kreaturen bouncen und kann eine Karte ziehen. Richtig. Und wenn man das versteht, also wie ich in meinem Commander mit Nala spiele, kann man das sogar zweimal machen. Tatsächlich, weil du eine Kopie reinkommt. Genau, richtig. Die Kopie stirbt zwar, aber ist ja egal. Du könntest theoretisch, weißt du, wie du das machen könntest? Hm. Das ist eine Kette. Wenn du genug Mana hast, du spielst ihn, bringst die Kopie rein, dann stirbt er, aber theoretisch könntest du ihn dann auch bouncen. Weil es ist eine legendäre Kreatur. Dann bauen sie auf die Hand zurück. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ja. Und dann ziehst du generell. Ja, man kann das vielleicht machen, generell, ja, ja. Man muss halt herausfinden, ob es das funktioniert. Wegen der eigentlich nicht, man muss halt die andere legendäre Kreatur dafür opfern, ne? Ja. Ist ja auch egal. Weiter geht's. Aber es ist ein schöner Zauber auf jeden Fall, finde ich cool. Den könnte ich auch mal im Picker-Deck gut vorstellen. Ja, auch gut, da kannst du Karten ziehen. Da kann man. Kannst auch deine Sachen in Sicherheit bringen. Genau, bauen sich was weg, ne? Der kostet da nur 3 Mana, ist ja schnell ins Spiel zu bringen und ein guter Kartor. Ja. So, jetzt gehen wir mal hier ganz schnell durch. Jetzt hier, zack, zack, zack. Wut entfesseln, ganz praktische Karte für mein Felber Commander Deck. Verdoppelt die Stärke einer Kreatur bis zu Ende Spiels. Ja, stabil für 2 Mana. Kann man auf jeden Fall, kann man gar nichts gegen sagen. Da haben wir Belagerungskämpfer, haben wir ja auch schon. Dann haben wir den Laubesippenrecher. Ist es auch noch voll? Sehe ich das richtig? Nee, das ist nicht voll. Ist nicht voll. Ja, für 4 Mana, 4/3. Grohlfarben erzeuge grünes Mana für jede Kreatur mit Stärke 4 und für 8 Mana plus Rot, also für 7 Mana plus Rot eher gesagt, fügt man einem Spieler oder Planeswalker einer Wahl Schadenspunkte in Höhe seiner Stärke zu. Ja, gut, das ist für 8 Mana ein 4er Trade. Ist halt so ein Finishen. Oh, das gibt's da! Was ist denn? Sehe ich das richtig? Nicht in voll. Aber trotzdem gut. Aber was ist denn hier los? Nur schwarze Mythics hier. Liliana, Erweckerin der Toten. 4 Mana. +1. Jeder Spieler wirft eine Karte ab. Jeder Gegner, der das nicht kann, verliert 3 Lebenspunkte. Eine für -3. Eine Kreatur deiner Wahl erhält bis zum Ende des Spielzuges -x/-x, wobei x der gleiche Anzahl an Karten in deinem Friedhof ist. Und für -7 erhält man ein Emblem zu Beginn des Kampfes. In deinem Zug bringst du eine Kreaturenkarte deiner Wahl aus einem Friedhof unter deine Kontrolle ins Spiel zurück. Ziemlich geil. Und die brauche ich tatsächlich für mein baldiges neues Commander-Deck. Da kommt nämlich in Jumpstart ein kleiner Trinket-Thief raus. Mhm. Und der lässt die Gegner discarden. Das ist ein typisches Discard-Deck. Und dafür brauchte ich die tatsächlich. Ja, guck mal. Und freue mich total darüber. Schon ein guter Pull, den du da gehabt hast. Also 3 gute, richtig gute Pulls, Mann. Ja, geil, sind wir da im Mythic Block drin. Die einzige, die ich wirklich nicht gebrauchen kann, ist Chandra. Die würde ich ungern ziehen. Da würde ich mich auch nur beschweren. Nein. Das ist sowieso gar nicht mehr beschweren. Hey, komm, der Grimmtutor in Foil ist schon nicht schlecht. Aber wer weiß, was hast du? Vielleicht hast du auch was Cooles in deinem Fat Pack. Du hast ja auch 10 Booster. Ja. Ach, das nächste Heiligtum. Genau, da ist im Prinzip so, in der ersten Kampfphase kannst du halt Karten ziehen, entsprechend der Schreine, die du kontrollierst, du musst eine Karte abwerfen. Ja, gut, okay. Um nichts zu sagen, eliminieren. Für 2 Mana zerstöre eine Kreatur, eine Planeswalker deiner Wahl mit ungewandten Mana-Kosten von 3 oder weniger. Solide, oder? Also ist vollkommen solide. Und da haben wir den Avior Scharmeister. Das ist die neue Gilde Goose hier. Wie ist die nochmal? Doppelgreif von früher. Diese Kreuzung aus Schwan und Pferd. Ja, genau. Wenn der ins Spiel kommt, erhält man für jede fliegende Kreatur, die man kontrolliert, 2 Lebenspunkte. Ist halt so Azorius Flyers, ne? Ja, ja. Und noch einer! Was ist los? Was ist das denn? Das gibt's doch gar nicht. Ich glaub das gar nicht. Was für ein Opening, Alter. Das gibt's doch. Alter. Aber nur schwarz, ne? Ja, aber trotzdem kann man sich drüber beschweren. Wollen nichts zu sagen. Ja, das war's jetzt, also bis zum nächsten Mal.
Krass. Hätte ich nicht gedacht. Ja, also seine Values auf jeden Fall im Display auf jeden Fall raus, definitiv. Ja, ich weiß, der Grimm-Tutor ist momentan bei 10 Euro. Und voll wahrscheinlich. Voll müssen wir gucken. Gucken. Aber trotzdem mit Liliana, dem Wurm in alternativen Network plus den ganzen Rest, die du hast, bist du auf jeden Fall auch schon vom Value ganz gut dabei. So, dann haben wir hier den Weihekling-Veteran. Für 2 Mana, wirf eine Karte ab, tapp den Weihekling-Veteran. Er ist unzerstörbar. Der Erwecker der Wellen. Kreaturen, die der Gegner kontrollieren, minus 1 und 0. Wirf für 2 Mana den Erwecker der Wellen ab, schaue die obersten 2 Karten ab. Ja, brauche ich nichts zu sagen. Das nächste Heiligtum. Genau, das ist der Schrein, wo man im Prinzip Mana kriegt, entsprechend der Anzahl der Schreine. Okay, ja, okay. Und dann haben wir die Radar Herz von Kelt. Genau, das ist die letzte im Grunde genommen Runde, die von Command Zone. Genau, solange es dein Zug ist, hat Radar Herz von Kelt Herzschlag. Du kannst dir zu jedem Zeitpunkt die oberste Karte in deiner Bib angucken, Kamalender, also Landramp ist das ja dann, ne? Und für 6 Mana erhält sie bis zum Ende des Spielzuges plus X, wo der X der Anzahl an Ländern ist. Mhm. Ja. Und schön, das ist schön. Schön, schön. Weiter geht's hier. Weiter geht's. Sag ja mal Tutor, Mann, ey, krass. Ich komme auch gar nicht klar, Mann. Manchmal, da hat man Pech mit Displays und manchmal, da hat man ganz guten Value. Ich finde, die haben das mittlerweile auch ausgeglichen. Ich weiß noch, bei War of the Spark hatte ich im ganzen Display tatsächlich nur 2 Mythics. Mhm. Und das hat mich damals sehr traurig gemacht. Ja, mussten die auch machen. Also im Prinzip haben die ja von den Displays ja die Preise erhöht. Du sagst, auf der Coast Form Pass. Ja, auf jeden Fall. Nach Throne of the Drain war das, glaube ich, sogar schon, haben die Preise erhöht. Und das heißt, das können die nur rechtfertigen, damit wir nicht mehr Mythics oder sowas haben. Und wir müssen ja halt den Gegenwert dafür geben, jetzt kauft erst keiner mehr. Ja, wir haben die Falkner Adeptin. Immer wenn die Falkner Adeptin angreift, erzeuge einen getappten, beißenden Kreaturspruch. Herzfeuer Brandopfer mit Bravour. Haben wir ja vorhin schon erklärt. Mhm. Mit für 2 Mana, 2/2. Rotes Mana, man opfert ihn, er fügt einer Kreatur Schaden in Höhe seiner Stärke. Dann haben wir die experimentelle Überlast. Erzeuge einen XX blauen und roten Seltsamkeit Kreaturenspielstein, wobei X der Anzahl spontan 2 Hexwahlkarten ist. Man kann ihn zurückbringen. Hast du Rückenschmerzen? Nö, habe ich nicht. Der Funkenjäger Mastikor, das ist so eine schöne Sideboard-Karte. Wenn einer viele Planeswalker spielt, ist der ganz praktisch. Schon so Planeswalker. Genau, und man schießt mit dem Schaden quasi. Ne? Sehr geil. Und dann ist das eine Feuerraserei der gebissenen, verzaubernden Kreatur. +2/+2 greift immer an. Also wenn ich gebissen werden würde, wäre ich auch wahrscheinlich. Okay, machen wir es voll. 3x Grimm-Tutor. Alle guten Dinge sind mit 3. Alle guten Dinge sind 3. So, ja, jetzt gehen wir mal direkt durch, ne? Das Ganze hier ein bisschen schneller. Wenn du die 4 ziehst, hast du alles drin. Silberpein Ghoul hatten wir schon. Den hatten wir auch schon. Tefiris zeitlose Einsicht. Für 4 Mana, legendäre Verzauberung. Falls eine Karte ziehen würdest, abgesehen von der ersten, die du in jedem Ziehsegmente ziehst, ziehst du stattdessen 2 Karten. Genau. Auch in dem Showcase, Edward. Wäre auch gut für deinen Dingensteck, ne? Das Card Draw Deck. Ja, genau, auf jeden Fall. Yes, yes. Okay. So. Weiter geht's. Ja, ich will jetzt nicht gierig werden. Ich freue mich natürlich schon, dass ich hier so gute Karten gezogen habe. Auf jeden Fall. Die ich auch gebrauchen kann. Definitiv. Zack, 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 zack. Was haben wir hier? Verwirken. Achso, neutralisiere einen Zauberspruch. Dann da war. Genau. Für 1 Mana. Okay. Solide. Stabil. Für 1 Mana First Encounter. Festen des Glaubens. Verzaubern eine bleibende Karte. Man erhält 4 Lebenspunkte. Kann ich angreifen oder blocken und ihre Fähigkeit aktivieren. Es sei denn, es ist im Mana-Fähigkeit. Mhm. Dann haben wir Chandras Feuerbandling. Der Bann der Engel. Genau, der nächste. Fliegend Erschlag, Mythic Rare, Lebensverknüpfung, Schutz vor Dämonen und Drachen. Vor allem die krasse Fähigkeit, Mythic Rare. Achso, ja. Lebensverknüpfung, Mythic Rare. Ja, cool. Der Engel ist auch cool, glaube ich, ne? Ja, der ist halt gut für Dämonen und Drachen. Halt. Und 5 war Fliegend Erschlag so. Und Lifelink ist halt okay. Das sind halt sehr viele Effekte halt einfach. Ne? Ja, Schutz vor Dämonen und Sachen. Ne? Ja. Den spielt man halt in so einem Deck, zum Beispiel in so einem Commander-Deck wie Kalia. Ja, ne? War der halt. Generell für Standard ist der auch gut für so Azorius Splice als Finisher. Ne? Gehen wir mal weiter hier. Zack, zack, zack. Chrom-Replikator. Was macht der denn?
Er kommt ins Spiel. Und falls man dann zwei oder mehr bleibende Karten kontrolliert, die weder Länder noch Spielsteine sind, erzeuge einen 4-4 Konstruktspielstein. Knochenfaust, Eiche. Ach, die hatten wir, glaube ich, auch schon. Haben wir auch schon. Haben wir noch nicht. Genau, die Fäulnis, Zahnkobra für 3 Mana, 1-4, solide. Todesberührung, immer wenn eine Kreatur mit Todesberührung angreift, verliert jeder Gegner einen Lebenspunkt. Mhm. Und ich kriege einen Lebenspunkt, immer wenn ein Planeswalker angreift, zerstöre einen Planeswalker. Dann ist halt voll. Wieder aufstehen, für 5 Mana Kreatur zurückbringen. Mhm. Genau. Kann man haben. Muss man aber nicht. So ist es. Da kommen wir ja schon ganz schön ins Schwitzen, ne? Ja, ja. Weil jetzt geht es ja so langsam dem Ende zu, ne? Da hatten wir auch schon. Erst den weißen Schrein. Chaos-Narr. Immer wenn eine bleibende Karte opfert, ist ja. Das Orakel. Das ist der teurere Main-Level. Garruks Aufstand für 3 Mana, grün. Wenn er ins Spiel kommt, falls du eine Kreatur mit 4 oder mehr kontrollierst, ziehe eine Karte. Kreaturen, die du kontrollierst, verursachen Trampelschaden. Immer wenn eine Kreatur mit 4 oder mehr und eine Kreatur spielen kannst, okay. Ziehst du eine neue Karte. Geil. Ist ganz praktisch, wenn man Symbana-Deck würde ich mal fast bauen. Auf jeden Fall. Runenverzierter Schein. Bestimme einen Kartennamen, Schutz vor dem bestimmten Kartennamen. Ja. Okay, weiter geht's. Jetzt, wo man die vielen Ankammern zum Rare schon mal gesehen hat, dann kommt man schon schneller voran jetzt mittlerweile. Ja, auf jeden Fall. Zack, 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 zack. Hatten wir auch schon. Blitzhund. Eile, 3 Mana, 2-2. Immerhin angreift er andere Kreaturen, +1/+0. Der Blitzhund, der blitzt. Pilzige Wiedergeburt. Bringe eine bleibende Karte deiner Wahl aus deinem Friedhof auf deine Hand zurück, falls in dem Spiel eine Kreatur. 1-1. Nix. Das ist der krasse Schrein, der gute Schrein. Okay. Wenn du 6 Schreine, also du kannst immer jede Runde einen Schrein vom Friedhof oder vom Deck ins Spiel bringen. Und wenn du 6 Schreine hast, dann triggern sich die Effekte aller Schreine halt doppelt. Ja, gut. Sehr cool auf jeden Fall. Ja. Commander-Deck, ne? Würde ich mal sagen. Ja, wobei du halt, Commander ist halt schwer, ne? Weil es halt keine legendäre Kreatur, sondern halt Verzauberung alles. Aber kannst du nicht spielen, kannst du nicht einen Enchantment in Commander-Deck spielen und den Commander, der das alles unterstützt und die Verzauberung oder sowas rauskommt, oder Estrid meinetwegen, kannst du ja auch einen Aura oder Verzauberung spielen oder sowas. Okay, den hatten wir auch schon, den Boy. Das war schon mehrfach. Dann haben wir die Gegenstandslos machen, bringe einen Zauberspruch oder eine Kreatur deiner Wahl auf die Hand deines Besitzers zurück. Die hatten wir auch schon. Oh, nochmal. Geil. Praktisch. Und die in voll. In voll. Schön. Freut mich. Sexy. Und Alter, was ist das denn schon? Schön. Schön. Ja, geil. Das freut mich. Guck mal, eigentlich sieht die auch ganz geil aus vom Foil Artwork. Ich finde, die haben sich richtig Mühe gegeben. Auf jeden Fall, definitiv. Ja, bestimmt noch ein paar Packs haben wir noch. Vielleicht geht da ja noch was. Vielleicht aber auch nicht. 6 Packs sind, da müssen wir noch drin rein. 9 sogar. Oh, 9 sogar, okay. Ja, 9. Ja, dann haben wir noch was vor uns. Ich fahre heute nach Bielefeld zum Björn. Schön. Und dann gehen wir schön Commander Magic spielen. Geil. So, zack, 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 zack. Ach so, hier Jeskai Mentorin oder Jeskai Älteste. 2 Mana, 1-2, Bravour. Wenn sie einem Spieler Kampfschaden zufügt, kannst du eine Karte ziehen. Falls du dies tust, wirf eine Karte. Basri Solidarität. Hatten wir schon. Hatten wir auch schon. Mhm. Garruks Vorbote. Für 3 Mana, 4-3, fluchsicher vor Schwarz. Immer wenn Garruks Vorbote einem Spieler Kampfschaden zufügt, schau dir entsprechend viele Karten von oben in deiner Big Bang. Du kannst davon eine Kreatur oder Garruk Planeswalker Karte vorzeigen und auf deine Hand nehmen. Ja. Stabil. Stabil, Brudi. Es ist okay, alles war eh geil. Eine Mystics. Also, er ist noch einer, wäre geil noch, aber gucken, ob das Display uns noch überrascht. Das ist auf jeden Fall eine irgendeine Mörderbox gewesen. Ja, das war die. Kompass, ey. Das war die Tutor-Box. Ja. Aber richtig, Mann. Die Tavernen-Hazardeurin. Das ist die professionelle Yu-Gi-Oh!-Duellantin. Naja, ich sehe es gerade, tatsächlich. Die spielt ja mit schwarzen Magier wahrscheinlich. Ja, 2 Mana, 2-2, Mensch Räuber. Man tappt sie, bezahlt 3 Lebenspunkte, man wirft eine Münze und falls man den Münzwurf gewinnt, kriegt man 6 Lebenspunkte. Im Grunde genommen, wenn man den ersten Münzwurf verliert, geht man beim zweiten Münzwurf +/-0 raus. Dementsprechend finde ich sie nicht so gut.
Ne? Aber für 2 Mana 2-2 ist okay. Doppelklingenmeuchler. Für 5 Mana Golgari zu Beginn deines Endsegments und falls in diesem Zug eine Kreatur gestorben ist, ziehe eine Karte. 5-4. Blutschlemmer, der schlemmt ganz gerne. Opfere eine Kreatur, um ihn zu wirken. Fliegen für unser Trampelschaden. Wenn er ins Spiel kommt, opfert jeder Gegner eine Kreatur. Dann haben wir die Nambi, angesehene Rednerin. Mit ihr, Azorius-Farben, kann man aufblitzen, eine Kreatur bouncen. Man kriegt Lebenspunkte da in Höhe der ungewollten Mana-Kosten hinzu. Und für 3 Mana wirft man eine legendäre Karte ab und zieht zwei Karten. Was ist das? Tierschutzgebiet, den brauche ich tatsächlich für mein Commander-Deck. Für dein Katzen-Deck. Genau, richtig. Und ich voll sogar noch. Für farblos kann man erzeugen und für 2 Mana kann man eine +1/+1 Marke auf. Ich verstehe nicht, warum die eine Rare ist einfach. Ja. Das ist einfach ein bisschen... Ja, die wollten dann dieses Hundethema, glaube ich, da irgendwie... Ja, Hunde und Katzen finde ich auch cool, so generell. Ich habe nichts gegen. Aber erstmal Wizard of the Coast. Eichhörnchen bin ich sofort dabei. Was sagst du eigentlich zum Jumpstart-Set? Hast du schon gesehen? Da habe ich noch gar nicht reingeguckt. Aber da sind auch ganz coole Reprints bei. So. Da werden wir wahrscheinlich vielleicht mal Freddy irgendwann mit. Kennen wir auch schon. Oh, das ist die coole Vampirin. Da haben wir die Vampirin. Die Patrizierin für 3 Mana. Orsoff-Farben, Fliegen-Lebensverknüpfung. Und falls man in seinem Zug 3 oder mehr Lebenspunkte gewonnen hat, verliert jeder Gegner 1. Wie Durst. Die haben wir auch schon gehabt. Da haben wir so ein Land. Zack. 2 Doppelländer. So. Weiter geht's. Haben noch eine. Wir ballern jetzt hier. Da geht noch was. Und noch eine Runde hier. Noch eine Mythic hier. Teferi oder Ugi. Ja, komm, hör auf, ich will es nicht beschwören. Wenn man sich etwas besonders wünscht, dann kriegt man es nicht. Also hast du die beiden Karten, die ich mir von dem Set am meisten wünsche? Grim Tutor. Das Geile ist, man kann die halt überall spielen. Ne? Ja, kannst du überall spielen. Du kannst auch mehrmals gewinnen. Das ist perfekt für Ja. Ne? Was haben wir hier? Verseuchender Dunst, 3 Mana, bestimme eines, alle Kreaturen, -2/-2, entferne 2 Loyalitätsmarken von dem Planeswalker. Hatten wir auch schon. Doppelte Vision, okay. Double Vision. Für 5 Mana rot. Bis immer, wenn du zum ersten Mal in deinem Spielzug einen Spontanzauber in Hexerei wirkst, kopiere jeden. Du kannst neue Ziele bestimmen. Ne, gut. Für Talamax zum Beispiel. Ja. Oder für mein Ferberdeck. Oder für Ferberdeck. Genau. Geht auch. Kann so viele Sachen spielen. Auch im Stamm, kannst du vieles damit kopieren. Das ist ja geil. Ja, vielleicht hast du ja Glück und ziehst einen Ugin oder sowas. Mal gucken. Mal schauen, sagt der Edu. Mal gucken. So. Den hatten wir auch schon. Das hatten wir auch schon. Vulkanische Salbe für 12 Mana. Ja. Dieser Zauberspruch kostet beim Wirken x weniger, wobei x der gleiche Gesamtstärke der Kreaturen ist. Okay. Fügt dann dementsprechend 6 Schadenspunkte zu. Ist jetzt nicht der Burner. Der Burner. Weil es rot ist, der Burner. Ja. So, jetzt haben wir noch 4 Booster. 4 Packs to crack. Wie man schon sagt, ne? Zack, 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 zack. Hatten wir. Und der noch. Nächste Mythic. Da haben wir die Entfestung der Feuermacht. Für 6 Mana rot. Falls eine Quelle, die du kontrollierst, einer bleibenden Karte Schaden zufügen würde, würde sie 3-mal so viele Schadenspunkte zufügen. Willst du die in die Hülle packen? Die ist doch eigentlich ganz gut. Ach, guck mal, hier noch so ein Alternative Forest. Die ist doch eigentlich ganz gut für dein Torbrand-Deck, ne? Mhm. Torbrand. Der alte Saufzwerg. Ja, 3 Booster haben wir noch. Wir haben in dem Display 6 Mythics gehabt. Ich bin, sagen wir mal so, zufrieden. Ja, bin ich ein bisschen enttäuscht. Boom! Das hat gestern im Moment auf dem Tape aufgenommen. Das ist geil, ne? Ja, so. Dann ziehen wir mal hier komplett durch, ne? Zack, zack, hatten wir ja, schon. Der wird reprinted. Ja, Flugdrachen, Freibeuterin für 2 Mana. 1-2 Mensch, Pirat, fliegend. Sie kommt ins Spiel. Der Gegner muss die Handkarten vorzeigen und dann schickt man die ins Exil. Genau, solange sie. Oh mein Gott! What the fuck? Was ist das für eine Box, Alter? Krank! Was ist das? Was ist denn eine... Da muss ich mal glatt die Cappy vom Edo aufsetzen, aber... Was ist das für eine kranke Box? Alter, boah, krass. Boah, ja. Ugin, ich bin zufrieden. Ich kann mich nicht beklagen. Ugin, der Geisterdrache. Das ist scheiße. +2. Alter, was ist das für eine Box?
Ich glaube, ich brauche gar nicht zu Ugin sagen. Ich glaube, jeder, der dieses Video guckt und jeder, der dieses... Ich bin sprachlos. Ich bin sprachlos. Zwei Packs noch. Da ist noch nicht fertig. Ich will schon aufhören. Wer weiß, was das ist. Alter Schwede. Hier können wir mal hintereinander legen. Jetzt war mal Grimm und Ugin. Boah, krasse Scheiße. Oh, sorry. Ist egal, das ist krasse Scheiße. Das ist mir jetzt scheißegal. Wir gehen jetzt einfach hier straight durch. Was haben wir? Nix. Ah, voll heroische Intervention nochmal zweimal gezogen. Also, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Mythics, Alter. 7! Krass! In 36 Packs, ne? Ja. Also mal so sehen, ne? Das ist schon, ist glaube ich das beste Display, was jemals geöffnet hat, oder Opening generell. Auf jeden Fall. Auf unserem Channel auch, auf jeden Fall. Ja, nochmal zum Abschluss hier die glorreiche Hymne für 3 Mana. Die habe ich auch uns von der 8. Edition von früher noch. Uralt. Ja, Leute, ich bin auf jeden Fall super zufrieden. Genau, dann vielen Dank, dass du das Display zur Verfügung gestellt hast für das Opening. Es hat sich gelohnt. Bleibt dran, im nächsten Teil öffnen wir ein Fatpack. Wer weiß, vielleicht hat Freddy auch noch ein Fatpack am Start. Also, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüssi.